Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und ich habe für euch heute eine exotische Gemüse-Kokossuppe, die wir gleich kochen werden. Champignons sind auch dabei. Lasst euch überraschen, wird bestimmt sehr, sehr lecker. Als erstes brauchen wir ein Stückchen Ingwer, walnussgroß etwa. Das lassen wir bei Stufe 7 ins laufende Messer fallen und häckseln das schön klein. Anschließend kommen 200 Gramm Räuchertofu dazu. Den haben wir vorher in kleine Stücke gewürfelt. 100 Gramm frische Champignons, ob ihr jetzt braune holt oder weiße, das bleibt euch überlassen. Und 40 Gramm Olivenöl. Zack. Das Ganze dünsten wir jetzt 2 Minuten. Bei 100 Grad und zwar wichtig im Linkslauf, damit die Champignons und die Tofu-Stücke nicht zerstört werden. Also 2 Minuten auf 100 Grad dünsten. Stufe 1 Linkslauf. So, die 2 Minuten sind um. Was ihr jetzt macht, ihr schiebt alles nochmal nach unten und dann den ganzen Prozess nochmal. 2 Minuten, 100 Grad, Linkslauf, Stufe 1. Auch die zweiten 2 Minuten sind durch. Wir füllen die gedünsteten Champignons und den Räuchertofu erstmal um, raus aus dem Kessel und stellen es zur Seite. Und im nächsten Arbeitsschritt, ja, da brauchen wir einiges. Wir brauchen 800 Gramm Dosentomaten in den Thermomix rein. Ich habe den jetzt gerade noch mal kurz ausgespült. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Dann 300 Gramm Kartoffeln, die habe ich auch schon mal in Würfel geschnitten. Denn wir werden jetzt auch gleich im Linkslauf kochen, also da wird nichts mehr zerkleinert. Das heißt, die bleiben so in der Größe, sollten also mundgerecht portioniert sein. Wir haben 250 Gramm Kokosmilch, die bekommt ihr im Asialaden. Da gibt es Dosen und Tetrapacks, also ohne Zusatzstoffe, ohne alles. Eine kleine Dose Bohnen, ja? Abtropfgewicht etwa 220 Gramm, also vorher die Flüssigkeit rausgießen. Und zu guter Letzt noch ein wenig Gemüsebrühe, 2 Esslöffel. Und da könnt ihr natürlich auch den Suppengrundstock nehmen, der im Forum ja so hoch gelobt wird. Übrigens muss ich dazu sagen, wegen der Mengenangaben, alle Mengenangaben eignen sich für beide Thermomixer, also sowohl für den TM5 als auch für den TM31. Wir starten das Ganze. Ich muss mal gucken, ob ich nichts vergessen habe. Nö, etwas Pfeffer. Ha, siehste, wusste ich doch. Irgendwas fehlt immer. Ein klein wenig Pfeffer. Und wir starten jetzt ebenfalls wieder Linkslauf auf 100 Grad und das Ganze 16 Minuten lang. Etwa Stufe 1 bis 2. Das kann man ja hier beim neuen Thermomix wunderbar einstellen. Also machen wir 1,5 Linkslauf und dann warten wir mal, was passiert. So, es ist soweit und wir müssen jetzt auf jeden Fall mal noch kurz eine Garprobe von den Kartoffeln machen, weil die Garzeit der Kartoffeln, das richtet sich natürlich nach der Sorte und zerfallen sollten sie nicht. Genau richtig. Sind nicht zerfallen, haben noch genug Biss und auch nicht verkocht. Also die Zeit war für diese Sorte genau richtig. Ihr müsst das dann entsprechend anpassen. Wir machen jetzt unsere Champignon-Tofu-Ingwer-Mischung dazu und lassen das Ganze nochmal 2 Minuten im Linkslauf kochen auf 100 Grad, damit diese Mischung auch nochmal schön heiß wird. Schmeckt jetzt schon cool und da bin ich gespannt, wie das Gesamtergebnis ist. So,
So, durch den Ingwer und die Kokosmilch bekommt diese cremige Suppe natürlich eine angenehme exotische Note. Wenn man jetzt keinen Curry mag oder sowas, das ist, schmeckt völlig anders. Also das, was ich bisher geschmeckt habe, ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, werde ich gleich nochmal, wenn jetzt der Tofu und der Ingwer und die Champignons mit drin sind, dass man da vielleicht sogar noch, wenn man es etwas süßer mag, vielleicht irgendwie noch ein bisschen Ananas mit reinkommen könnte. Könnt ihr mal ausprobieren? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas Originelles noch dazu gefunden habt. Würde mich sehr interessieren und dann probiere ich das gerne mal aus. So, dann schauen wir mal. Also Garzeit waren jetzt insgesamt mit den Champignons und dem Räuchertofu knapp 20 Minuten. Also geht sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach zuzubereiten. Die meisten Sachen hat man wahrscheinlich auch zu Hause. Und jetzt schaue ich mal, wie es schmeckt. Also ich finde es super lecker. Für mich muss jetzt kein Ananas oder irgendwie noch was Süßeres rein. Kann man aber mit Sicherheit machen. Wem es schmeckt, ich mag es ja eher ein bisschen schärfer. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man da durchaus noch ein paar Chili-Flocken reinmachen kann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr einfaches, schnelles Gericht. Gesund auf jeden Fall und, das haben wir ganz vergessen zu sagen, es ist auch noch vegan, ne? Und das ist ja voll im Trend. Also ich werde das jetzt hier gleich auslöffeln. Wenn es euch gefallen hat, dann liked gerne dieses Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr draus gemacht habt. Vielleicht habt ihr noch Ideen, wie man das Rezept noch ein bisschen pimpen kann. Eure Erfahrungen, wie es euch geschmeckt hat. Ja, und wenn ihr mehr Tipps, Videos und Rezepte aus dem Wunderkesselforum haben wollt, dann abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn ich euch bald wieder hier begrüßen darf und sage Tschüss aus dem wunderbaren Wunderkessel-Studio.